Hallo zusammen, mein Name ist Carsten Hinz. Ich bin seit 2001 bei Abeke und Rasmussen. Ich bin hier in der Rohrschlosserei und seit kurzem als Gruppenleiter tätig. Angefangen 1985. Mein Name ist Harald Bierfischer. Und da das Bierfischer zu lang ist, nennt man mich Bifi. Ich könnte sagen, so kennt man mich auf der Welt. Ich bin Vorarbeiter, aber manchmal denke ich, ich bin eher Nacharbeiter. Ganz oft durch die Welt reisen und hier mal gucken und da mal gucken. Ich bin stets bemüht, das Beste für A&R rauszuholen. Mein Spezialgebiet ist ja die Abwasserbehandlungsanlage, was sonst keinen Menschen interessiert. Aber das ist das Wichtigste von allem. Hauptsache die Toiletten laufen. Hauptsache einfach kann duschen. Prioritäten setzen. Ja, am Yachtbau fasziniert mich besonders eben halt das Individuelle, würde ich sagen. Es ist hier keine Fließarbeit, keine Bandarbeit. Immer wieder was Neues, immer wieder speziell, Einzelanfertigung. Ich habe viel mit den Abgasanlagen zu tun, das heißt auch eben halt auch die Auspuffrohre. Immer wieder sehr speziell und das ist auch ein Stück weit das Schöne dann eben halt. Ne? Ich musste mal von Frankfurt nach Hongkong fliegen. Da sind denn chinesische Stewardessen und die können schlecht ein R aussprechen. Hör auf mit Mistel Bielfischl, sag einfach Bifi. Oh, was waren Sie froh? Also manches Male steht man dann schon in der Werkstatt, wo man dann im ersten Moment denkt, ja Leute, wie bekommen wir jetzt die Kuh vom Eis hier? Umso schöner ist es dann aber auch, wenn man dann irgendwann das Projekt zu Wasser gehen sieht und es alles funktioniert. Und das ist dann auch schon füllen und macht dann auch ein Stück weit stolz. Arbeit macht für mich besonders viel Spaß, weil ich habe viel mit ausländischen Besatzungen zu tun. Wo ich das erste Mal auf Malta war zur Reparatur und der Taxifahrer mich dann abgefangen hat, so, das wäre sein Auto und ich bin eingestiegen und er blieb vom Auto stehen und lachte so und bis ich dann gemerkt habe, ich sitze auf der falschen Seite. Auf Malta fährt man nämlich auch Steuerrad rechts. Wenn wir beide unterwegs waren, das war schon ein Stück weit Papa und so, ja, und so. Ne? Wir waren auch schon auf Besorgung. Ne? Und wenn man sich dann abends noch mal zusammen auf ein Bier hingetroffen hat, ja, ne? Dann hat man noch mal sein Herz ausgeschüttet.